Es ging uns darum, Bauern wieder die nötige Anerkennung zukommen zu lassen. Das ist ja in unserem Land leider fehlt's daran. Und die Bedeutung, dass sie uns ernähren und die Wichtigkeit, wie sie uns ernähren, nämlich ohne Chemie. Es steht nirgends geschrieben, dass eine Bio-Kuh nur 3000 Liter Milch geben darf. Aber es muss artgerecht erfolgen und unter Berücksichtigung der Physiologie und des Verhaltens dieser Tiere. Und wir kommen zu der Frage, warum machen wir Ökolandbau? Warum pushen wir das so? Und da stehen wir aus den westlichen Ländern aus und sagen, ja, Ethik, Moral, müssen wir für die Tiere was tun. Und der Typ aus Burkina Faso steht auf und sagt, wir können uns nichts anderes leisten. Dann siehst du plötzlich die Dimensionen, in denen du arbeitest. Dass man den Wert des Bodens, den wir zu bewirtschaften haben, auch so wahrnimmt, weil das die Grundlage unserer menschlichen Gesellschaft ist in jeder Beziehung. Mitte 70er Jahre wollte bei staatlichen Stellen noch niemand irgendwas mit Bio haben. Ja, die Leute haben damals auch noch wenig Ahnung gehabt von Biolandbau. Nicht? Das war alles neu und das hat man nicht für möglich gehalten, dass das funktioniert. Über den Unterschied zwischen Bioanbau und konventionellem Anbau. Da habe ich böse Zungen gesagt. Die konventionelle, die spritzen am Tag das Unkraut und die Biologen nachts. Der Horizont muss deutlich erweitert werden. Der kann nicht nur bei Zuckerrüben, Weizen und Gerste stehen bleiben. Wenn ich die Enkel anschaue, aber auch was hier so in Betrieb kommt, mit welcher Konsequenz und mit welcher Kraft die Arbeiter angreifen, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir in der Zukunft unsere Gesellschaft positiv verändern werden.